Der Anlass für die Ausstellung war die Beschäftigung mit unseren Sammlungen, dass wir in den letzten Jahren festgestellt haben, was für fantastische Sammlungen wir haben. Zum Beispiel die Sammlung Eger mit chinesischen Figuren aus Sichuan oder die Sammlung Kale aus Ägypten. Und dass wir wirklich fanden, dass es an der Zeit ist, einmal eine Ausstellung zum Schattentheater zu machen. Zumal ja bei uns in der Region, in Schwäbisch Gmünd, alle 3 Jahre auch noch die Triennale, das internationale Schattentheaterfestival, stattfindet und wir darum die fantastische Möglichkeit hatten und haben, die traditionellen Bestände aus Asien und dem Orient zu ergänzen durch zeitgenössische Figuren. Ja, wir beleuchten in unserer Ausstellung die Regionen Süd- und Südostasien mit Indien, mit Thailand und mit Indonesien sowie Malaysia. Außerdem dann China sowie den Orient mit den Traditionen aus Ägypten, der alten Sammlung Kale und dem Karagöz-Theater und aber auch, weil wir das als osmanische Tradition verstehen, dem griechischen Schattentheater Karagiosis. Schattentheater ist wirklich eine Kunst in Perfektion und das sind nicht nur die Figuren, sondern das ist gerade auch das Spiel mit den Figuren in Kombination mit Rezitation, mit Musik. Da gehört unglaublich viel, ja, Kenntnisse, Wissen dazu und auch Beweglichkeit, um das machen zu können. Das können wir natürlich in der Ausstellung nur in Ansätzen zeigen, aber wir zeigen die fantastischen Figuren, die jede für sich einfach auch ästhetisch beeindruckt. Seien es die thailändischen riesigen Bildscheiben, die sowohl als Figur als auch im Schatten einfach auf den Betrachter wirken. Sie sind filigran und sie haben diese Schattenwirkung, oder seien es die ägyptischen Figuren mit ihren Durchbrechungen, mit ihrer Ausdruckskraft, durch die geometrische Komposition, durch gebrochene Perspektive. Das faszinierte Franz Marc und Wassily Kandinsky und das fasziniert intuitiv genauso die Besucher der Ausstellung.